Ja, wisst, bin ich ja farmblind und ihr fragt mich dann immer, Jacob, wie suchst du deine Klamotten aus? Schritt 1, erstmal Chaos verunstalten. Kreative Menschen brauchen Chaos und das könnt ihr auch gerne euren Eltern sagen, wenn ihr das Zimmer aufräumen müsst. Schritt 2, umziehen. Und das war jetzt ein bisschen zu viel, wir haben jetzt hier kein TikTok Premium, also brauche ich jetzt schnell eine Hose und ich habe mich jetzt für eine schwarze Baggy entschieden. Okay, im Nachhinein wäre eine schwarze Skinny vielleicht besser gewesen, aber wir bleiben jetzt einfach dabei und wir brauchen ein anderes Oberteil. Und ja, wir tanzen jetzt und wir feiern uns, weil wir alle geil sind und wir sind happy und glücklich. Ich habe mich jetzt für ein blaues Jeanshemd entschieden und so ein weißes Tanktop. Und wir brauchen auf jeden Fall Schuhe und wir nehmen jetzt einfach so klobige Schuhe in beige, weil das passt besser zu der Hose anstatt dieser Opa-Latschen. Versteht mich nicht falsch, ich bin hier kein Fashionista oder sowas, aber ich ziehe einfach das an, was mir gefällt. Und bei den Farben helfen mir entweder meine Freunde oder ich lese einfach das Etikett, da steht meistens immer drauf.